Dies ist ein Beispiel für die Deklaration einer Variablen von einem Arraytyp und die Einrichtung eines Objekts vom selben Arraytyp. Wir betrachten gleich die einzelnen Teile. Aber vorher schauen wir uns schnell an, so kann man sich das Ganze stark vereinfacht im virtuellen Speicher vorstellen. Irgendwo reserviert das Laufzeitsystem einen Speicherplatz für die Variable klein a. Wo das ist, können wir nicht sehen und auch nicht beeinflussen. Irgendwo anders reserviert das Laufzeitsystem Speicherplatz für das Array-Objekt. Wir sehen, ein Array-Objekt der Länge 10 vom Typ Double ist nichts anderes als 10 einzelne Double-Variable in einem. Die Variable klein a enthält die Anfangsadresse des Array-Objekts. Mehr dazu im Video über Referenzsemantik. Nun zurück zur Programmzeile. Mit diesem Typnamen wird eine Variable vom Typ Array von Double eingerichtet. Die Syntax für den Typnamen ist immer dieselbe, der Komponententyp gefolgt von einem Paar eckiger Klammern. Wie üblich kommt danach der Name der Variable, hier klein a. Analog zu einem Objekt von einem Klassentyp wird ein Objekt von einem Array-Typ mit new eingerichtet. Die Syntax, die danach kommt, ist aber eine andere. Nach dem Komponententyp, hier double, wird in eckigen Klammern die Anzahl der Komponenten angegeben. Ein Ausdruck mit new liefert immer die Anfangsadresse des neu eingerichteten Objekts zurück. Diese Adresse wird hier der Variablen klein a zugewiesen. Die einzelnen Komponenten eines Arrays lassen sich natürlich lesen und setzen wie andere Variable auch. Die Syntax für eine einzelne Komponente ist immer dieselbe. Erst der Name der Array-Variable, dann in eckigen Klammern der Index der Komponente. Wir sehen hier einen wichtigen Punkt. In Java ist der erste Index immer die 0. Ein Array mit 10 Komponenten hat also die Indizes 0 bis 9. Als nächstes weisen wir der zweiten Komponente des Arrays einen Wert zu, also an Index 1. Ebenso der dritten Komponente an Index 2 und genauso bis zur zehnten und damit letzten Komponente, also an Index 9. Genauso kann man natürlich auch lesend auf Array-Komponenten zugreifen. Zum Beispiel Wert auslesen und auf dem Bildschirm schreiben mit dem Methodenaufruf System_Out_Print. Wieder dieselbe Syntax. Variablename klein a gefolgt vom Index in eckigen Klammern. Warum das Schreiben auf den Bildschirm so kompliziert aussieht und was dahinter steckt, wird im Video zu Klassen und Objekten erläutert. Und natürlich steht in jeder Komponente der Wert, den wir genau dort hineingeschrieben haben. Nun der ganze Indexbereich von 0 bis 9. Etwas verkürzt in der Mitte, damit die letzten Indizes noch auf die Folie passen und zu sehen sind. Was passiert aber, wenn wir auf Indizes außerhalb des Bereichs 0 bis 9 zugreifen? Zum Beispiel auf Index 10, ein sehr beliebter Fehler. Denn selbst erfahrene Programmierer übersehen schon einmal, dass ein Array der Länge 10 keinen Index 10 hat, sondern eben 0 bis 9. Index 11 und alle höheren Indizes natürlich genauso. Und auch negative Indizes. In jedem dieser Fälle bricht das Programm einfach ab. Im Video zu Exceptions wird gezeigt, wie dieser Programmabbruch verhindert werden kann. Aber solange wir Exceptions nicht behandeln, bleibt es beim Programmabbruch. Genauso beim lesenden Zugriff, zum Beispiel hier beim Schreiben auf den Bildschirm. Jede dieser drei Zeilen führt zum Programmabbruch. Als nächstes mehr zu Komponententypen und zur Definition der Länge. Zum Beispiel dies ist ein Array namens A1 mit Komponententyp int und Länge 17. Array A2 hat Komponententyp char und Länge 10, denn 21 ganzzahlig dividiert durch 2 ergibt 10, Rest 1. Array A3 schließlich hat Komponententyp string. Die Länge von A3 ist nicht im Programm festgelegt,
sondern hängt vom momentanen Wert einer Int-Variable namens klein i ab. Dieser Wert kann bei jeder Ausführung der Zeile anders sein, das heißt, jedes Mal kann eine andere Arraylänge herauskommen. Die Länge des Arrays ist übrigens im Array selbst gespeichert. Die brauchen wir uns nicht noch einmal extra irgendwo zu merken. Wir richten wieder ein Array ein. In diesem Moment wissen wir genau, was seine Länge ist. Aber was wird später sein? Viele tausend Zeilen entfernt. Woher wissen wir dort seine Länge? Jedes Array-Objekt hat ein Attribut namens Length. In ihm wird bei Einrichtung des Arrays die Länge automatisch gespeichert, ohne dass wir das überhaupt sehen. Später kann die Länge jederzeit, so wie hier, abgerufen werden. Das Ergebnis ist nicht überraschend. Ein sehr häufiges Muster, in dem das Attribut Length verwendet wird, sind Vorschleifen wie diese, die einmal über alle Komponenten des Arrays laufen. Zum Beispiel wieder Ausgabe auf dem Bildschirm. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Wichtig ist darauf zu achten, dass der erste Index 0 ist und dass der letzte Index nicht gleich der Länge ist, sondern 1 weniger. Deshalb steht hier ein echtes Kleiner, kein Kleiner gleich. Schauen Sie sich den Kopf der Vorschleife noch einmal genau an. Durchlauf durch alle Komponenten eines Arrays, aufsteigen nach Index. Für diesen sehr speziellen, aber sehr häufigen Fall gibt es eine eigene, abgekürzte Version der Vorschleife. Und die sieht so aus. Eine Variable vom Komponententyp wird deklariert und nach einem Doppelpunkt kommt einfach nur der Name des Arrays und fertig. Der Compiler setzt dafür Code ein, der wie die Normalversion der Vorschleife eben einmal durch das Array läuft. Die Variable x durchläuft dabei alle Komponenten des Arrays je einmal. Arrays und Vorschleifen gehören zusammen. Wir werden uns ein paar Beispiele dazu ansehen. Das erste Beispiel ist eine Methode, die alle Komponenten eines Double Arrays aufsummiert. Also nennen wir die Methode einfach Summe. Der einzige Parameter ist das Array, dessen Komponenten aufsummiert werden sollen. Die Summe von Double-Werten ist natürlich wieder ein Double-Wert. Jede Methode gehört zu einer Klasse. Die Klasse, zu der Methode Summe gehört, interessiert uns hier nicht. Die Methode greift nicht darauf zu und darf daher static sein. Mehr zu static im Video über Klassen und Objekte. Idee ist, dass die Werte der einzelnen Array-Komponenten nacheinander auf den Wert der lokalen Variable Sum draufaddiert werden. Natürlich muss dann in Sum am Anfang der Wert 0 stehen. Wir gehen also die Indizes der Reihe nach durch und addieren den Wert der jeweiligen Komponente zum momentanen Wert von Sum hinzu. Nachdem alle Indizes durchlaufen sind, steht in der Variablen Sum die Summe aller Komponenten. Also geben wir als Ergebnis der Methode den Wert zurück, den Sum nach Beendigung der Vorschleife hat. Damit haben wir alle Bestandteile der Methode gesehen. Zur Erinnerung, für speziell diese Vorschleife gibt es auch eine verkürzte Form. Jetzt aber noch ein Zahlenbeispiel für diese Summenberechnung. Variable Sum wird mit 0 initialisiert. Der erste Wert an Index 0 wird daher auf 0 drauf addiert. Nach dem zweiten Durchlauf durch die Vorschleife steht in Variable Sum die Summe der ersten zwei Komponenten. Nach dem dritten Durchlauf die Summe der ersten drei Komponenten. Nach dem vierten Durchlauf entsprechend die Summe der ersten vier Komponenten. Die ersten 5, 6, 7, 8, 9 und Ende der Schleife. In Variable Sum steht die Gesamtsumme. Nächstes Beispiel: den kleinsten Wert in einem Double Array finden. Genauer gesagt soll der Index zurückgeliefert werden, an dem der kleinste Wert zu finden ist, also Rückgabetyp int. Die lokale Variable Index speichert immer den Index des kleinsten Wertes, der im Bereich von Index 0 bis zum jeweils aktuellen Index zu finden ist. Wir beginnen mit aktuellem Index 0, also Indexbereich 0 bis 0. Dann ist 0 der einzige Index überhaupt in diesem Bereich
und damit trivialerweise der Index des kleinsten Wertes in diesem Bereich, also das, was in Variable Index stehen soll. Die Variable i ist unser aktueller Index. Das heißt, der Bereich von 0 bis zum aktuellen Index wächst in jedem Schleifendurchlauf um 1 und umfasst am Ende den gesamten Indexbereich des Arrays. Aktuellen Index 0 haben wir schon vor der Schleife bei der Initialisierung der Variable Index abgehandelt, also Start mit aktuellem Index 1. Mit Beginn 1 statt 0 ist die verkürzte Vorschleife leider nicht möglich. In dem Moment, wenn diese If-Abfrage ausgeführt wird, enthält die Variable Index den Index des kleinsten Wertes im Bereich 0 bis i-1. In der If-Abfrage wird also getestet, ob ein Index i ein kleinerer Wert als der kleinste Wert im Bereich 0 bis i-1 steht. Falls ja, also falls der Wert an Index i kleiner als alle Werte an den vorhergehenden Indizes ist, muss die Variable Index natürlich auf i umgesetzt werden. Falls nein, bleibt alles wie es ist. Nach Ende der Schleife sind alle Indizes getestet. In Variable Index steht jetzt der Index des kleinsten Wertes im gesamten Indexbereich des Arrays. Das ist der Wert, der zurückzuliefern war. Ein Zahlenbeispiel. Der bisher kleinste gefundene Wert ist in jedem Bild gelb unterlegt. Unmittelbar vor der Schleife, also unmittelbar nach der Initialisierung der Variable Index, ist das die 17,17 an Index 0. Nach dem ersten Durchlauf der Schleife. Der Bereich von Index 0 bis zum aktuellen Index ist in jedem Bild hellgrau unterlegt, bis auf den kleinsten bisher gefundenen Wert, der ja gelb unterlegt ist. Die 13,16 ist kleiner als die 17,17. Daher hat die If-Abfrage im ersten Durchlauf True geliefert und Index verweist jetzt auf die 13,16. Das ist der kleinste Wert im Indexbereich 0 bis 1. Nach dem zweiten Durchlauf der Schleife. Der Indexbereich geht jetzt von 0 bis 2. Die 29,20 ist größer als der bisher kleinste Wert 13,16, also hat die If-Abfrage im zweiten Durchlauf False geliefert und die Variable Index bleibt auf 1. Das ist auch korrekt, die 13,16 ist der kleinste Wert im Indexbereich 0 bis 2. Nach dem dritten Durchlauf der Schleife, nun Indexbereich von 0 bis 3. Die 7,14 ist kleiner als der bisher kleinste Wert 13,16, also liefert die If-Abfrage True und die Variable Index wird auf den aktuellen Index 3 gesetzt. Auch das ist korrekt. Die 7,14 ist der kleinste Wert im Indexbereich 0 bis 3. Nach dem vierten Durchlauf der Schleife. Wieder war die If-Abfrage false, 23,19 ist nicht kleiner als 7,14, also bleibt die Variable Index auf Wert 3. Nach dem fünften Durchlauf. 5,13 ist kleiner als 7,14, also Variable Index auf 5 gesetzt. Im sechsten Durchlauf passiert wieder dasselbe wie im fünften. Variable Index wird auf den aktuellen Index nun 6 gesetzt, weil der Wert 3,12 kleiner als der kleinste bisher gefundene Wert 5,13 ist. Im siebten Durchlauf ändert sich wieder nichts. Im achten Durchlauf wird noch einmal ein kleinerer Wert als alle bisherigen gefunden. Im neunten Durchlauf wird kein kleinerer Wert mehr gefunden. Die Schleife ist damit beendet. Variable Index enthält den Index des insgesamt kleinsten Wertes im Array. Jetzt ein ganz anderes Beispiel für Arrays und Vorschleifen. Wir wollen jetzt den Inhalt des Arrays nicht mehr nur lesen, sondern verändern. Und zwar soll jeder Wert um einen Index nach links rücken und der linkeste Wert rückt ganz nach rechts. So sieht die Methode aus, die das leistet. Zuerst retten wir den Wert, der von ganz links nach ganz rechts gehen soll, in einer temporären Variable. Temporäre Variable werden häufig TMP genannt. In einer Schleife werden dann alle anderen Werte je eins nach links gerückt. Diese Schleife muss aufsteigend durch die Indizes gehen, also von links nach rechts,
Denn wie wir am Zahlenbeispiel gleich sehen werden, würde bei Durchlauf von rechts nach links nur Murks herauskommen. Jeweils eine Komponente wird also auf den Wert der unmittelbar nachfolgenden Komponente gesetzt, um jeden Wert um 1 nach links zu verrücken. Und zum Schluss wird der gerettete Wert wieder ins Array geschrieben, und zwar ganz rechts. Nun das Zahlenbeispiel. Wir beginnen mit dem Moment unmittelbar, nachdem der linkeste Wert in der temporären Variable TMP gespeichert worden ist, also unmittelbar vor dem ersten Schleifendurchlauf. Im ersten Schleifendurchlauf wird der Wert an Index 0 durch den Wert an Index 1 überschrieben. Das ist kein Problem, denn der vorherige Wert an Index 0 ist ja in TMP gerettet. Würden wir stattdessen absteigend durch das Array gehen, dann hätten wir jetzt als erstes den Wert 23.19 an Index 8 durch den Wert 29.20 an Index 9 überschrieben. Der Wert 23.19 wäre dadurch verloren gegangen. Und zwar für immer. Also ist es richtig, dass wir aufsteigend von links nach rechts durchs Array gehen. Dies ist noch einmal das Bild von eben nach dem ersten Schleifendurchlauf. Zweiter Schleifendurchlauf. Der Wert an Index 1 kann problemlos durch den Wert an Index 2 überschrieben werden, denn der vorherige Wert an Index 1 steht ja seit dem ersten Schleifendurchlauf auch noch einmal an Index 0. Nach derselben Logik setzt sich das fort. Der alte Wert an Index 2 ist schon nach Index 1 kopiert worden und kann daher durch den Wert an Index 3 überschrieben werden. Vierter Schleifendurchlauf. Fünfter. Sechster. Siebter. Achter. Und neunter Schleifendurchlauf. Jetzt sind alle Werte um 1 nach links verschoben und der ursprünglich linkeste Wert kann jetzt ganz rechts hineinkopiert werden. Und damit sind wir fertig. Noch ein Beispiel für Arrays und Vorschleifen. Im Prinzip dasselbe noch einmal, aber in umgekehrter Richtung. Die Methode sieht sehr ähnlich aus, ist aber natürlich nicht identisch. Jetzt muss nicht der linkeste, sondern der rechteste Wert in TMP gerettet werden. Die Schleife für die Rechtsrotation ist spiegelsymmetrisch zur Schleife für die Linksrotation. Insbesondere wird der aktuelle Index herunter gezählt. Auch die Zuweisung in jedem Durchlauf ist spiegelsymmetrisch. Und ganz am Ende, nach der Schleife, wird der gerettete rechteste Wert ganz links gespeichert. Im Zahlenbeispiel beginnen wir wieder mit der Situation unmittelbar nach Initialisierung von TMP. Der rechteste Wert ist also gerettet und kann im ersten Schleifendurchlauf überschrieben werden. Zweiter Schleifendurchlauf, zweitrechtester Wert wird überschrieben. Dritter Schleifendurchlauf, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, und neunter Schleifendurchlauf. Jetzt noch den geretteten Wert an Index 0 speichern und wir sind fertig. Ein letztes Beispiel für Arrays und Vorschleifen. Spiegeln heißt, es bleiben dieselben Werte im Array, aber die Reihenfolge ist genau umgedreht. Und das ist die Methode dafür. Natürlich wieder eine Vorschleife, aber diesmal nicht über den gesamten Indexbereich des Arrays wie bei der Summenberechnung, und auch nicht eins weniger wie bei den anderen Beispielen, sondern nur ungefähr über die Hälfte des Indexbereichs. Warum nur die Hälfte? Weil wir in jedem Durchlauf zwei Werte vertauschen und damit erledigen. Und zwei Werte pro Durchlauf ergibt eben Arraylänge halbe viele Durchläufe. Der Austausch geht wieder über eine temporäre Variable, in der einer der beiden zu vertauschenden Werte gerettet wird. Der gerettete Wert kann jetzt mit dem anderen zu vertauschenden Wert überschrieben werden und der gerettete Wert kann dann wiederum diesen überschreiben und der Austausch ist fertig. Zurück zum Zahlenbeispiel. Nach dem ersten Schleifendurchlauf sind der erste und der letzte Wert vertauscht. Nach dem zweiten Durchlauf zusätzlich der zweite und der vorletzte Wert. Das setzt sich fort. Vierter Durchlauf,
und die Situation nach 5 Durchläufen, also 10 geteilt durch 2. Damit ist die Schleife zu Ende und das ist auch wichtig. Denn würde die Schleife weiterlaufen, dann würden die vertauschten Werte wieder zurückgetauscht. Das wäre beispielsweise die Situation nach einem 6. Durchlauf, den es aber eben nicht gibt. Es ist instruktiv, sich noch ein zweites Zahlenbeispiel ganz kurz anzusehen. Im ersten Zahlenbeispiel war die Array-Länge 10, also eine gerade Zahl. Jetzt ein Beispiel mit Array-Länge 11, also ungerade. Nach 5 Schleifendurchläufen sieht das Ergebnis so aus. Jetzt ist die Schleife zu Ende, denn die Anzahl Durchläufe ist Array-Länge ganzzahlig dividiert durch 2. Und 11 ganzzahlig dividiert durch 2 ist 5. Offensichtlich ist das auch genau richtig so. Themenwechsel. Wir werfen noch einmal kurz einen Blick auf Arrays, deren Komponententypen Klassen sind. Als Beispiel ein Array von Komponententyp String. Wir durchlaufen alle Komponenten. Im Video zu Anweisungen werden Nullwerte von Typen allgemein behandelt und es wird auch gesagt, dass bei Einrichtung eines Arrays jede Komponente auf den Nullwert des Komponententyps gesetzt wird. Bei Klassen ist das der symbolische Wert 0. Damit eine Array-Komponente auf ein String-Objekt verweist, muss dieses Objekt der Array-Komponente zugewiesen werden. Probeweise geben wir einen dieser Strings aus. Das Ergebnis ist sicher nicht überraschend. Zum Abschluss dieses Videos noch Arrays mit Komponententyp Array, also Arrays von Arrays. Mit einem Paar von eckigen Klammern wird ein Array von Komponententyp Double eingerichtet. Mit zwei Paaren von eckigen Klammern ein Array von Komponententyp Array von Double. Dementsprechend wird kein Array-Objekt mit Komponententyp Double eingerichtet, sondern ein Array-Objekt mit Komponententyp Array von Double. Also 10 Arrays und jedes dieser 10 Arrays hat Komponententyp Double. So wie Komponenten von Klassentypen sind auch Komponenten von Array-Typen mit symbolischem Wert 0 initialisiert. Siehe wieder das Video zu Anweisungen. Auch ein Array-Objekt muss erst eingerichtet werden. Weitere Array-Objekte von unterschiedlicher Länge. Schlussendlich verweist jede Komponente von klein a auf ein Array-Objekt mit Länge gleich Index plus 10. Wie greift man nun auf eine einzelne Double-Komponente in einem dieser 10 Arrays zu? Hinter dem Namen klein a des Hauptarrays kommt zuerst in eckigen Klammern der Index in klein a. Ebenfalls in eckigen Klammern folgt der Index in dem Array-Objekt, auf das diese Komponente des Hauptarrays verweist. In diesem Beispiel wird also das Array-Objekt an Index 3 von klein a angesprochen. In diesem Array-Objekt wird konkret der Double-Wert an Index 5 angesprochen. Völlig identische Syntax und Semantik auch beim Lesen derselben Double-Komponente. Das Ergebnis ist wieder nicht überraschend. Nun, ganz zum Schluss noch der Spezialfall, dass alle Array-Objekte gleiche Länge haben, sodass sie zusammen ein zweidimensionales Array bilden, also eine Matrix. Als einfaches Beispiel betrachten wir die Einrichtung einer Einheitsmatrix. Dafür haben wir zweckmäßigerweise irgendwo vorab eine int-Variable definiert, in der die Anzahl der Zeilen der Matrix abgelegt ist. Da jede Einheitsmatrix quadratisch ist, ist die Anzahl Zeilen auch gleich der Anzahl Spalten. Wir gehen alle Zeilen einmal durch und richten jeweils ein Array-Objekt ein, das die Matrix-Einträge in dieser Zeile enthält. Nun müssen wir die Matrix-Einträge noch setzen. Zur Abwechslung wieder einmal die herkömmliche, nicht verkürzte Schreibweise der Vorschleife, einfach um einmal Anzahl Zeilen anstelle Array-Attribut Length als obere Schranke zu sehen. Eine Vorschleife in einer anderen. Das heißt, jeder einzelne Durchlauf durch die äußere Schleife umfasst die einmalige gesamte Abarbeitung der inneren Schleife. Insgesamt wird so jedes Paar I und J genau einmal durchlaufen. Wir schauen uns das Wirken der beiden Vorschleifen an für den Beispielfall, dass Anzahl Zeilen gleich 6 ist.
Das sind die 36 durchlaufenden Indexpaare I und J, immer als erstes I, dann J. Im ersten Durchlauf durch die äußere Vorschleife ist I gleich 0. Die innere Vorschleife durchläuft also diese 6 Indexpaare. Analog durchläuft die innere Vorschleife diese 6 Indexpaare im zweiten Durchlauf durch die äußere Vorschleife, also bei I gleich 1. Dies zum Beispiel ist das Indexpaar, das im zweiten Durchlauf der äußeren Vorschleife und darin im fünften Durchlauf der inneren Vorschleife durchlaufen wird, also I gleich 1 und J gleich 4. Zurück zur Methodendefinition. Auf der Hauptdiagonalen hat die Einheitsmatrix Einsen und ansonsten sind alle Einträge 0. Damit sind wir mit der Betrachtung von Arrays insgesamt fertig.